Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge Ruhrpott Basics, in der wir uns beschäftigen mit § 1 Absatz 3 der Erforderlichkeit von Bauungsplänen. Andernorts habe ich bereits ausgeführt, die Gemeinde übt mit der Bauleitplanung ihre Planungshoheit aus. Die Planungshoheit bezieht sich auf eigene Angelegenheiten der Gemeinde und das ist insbesondere die städtebauliche Entwicklung. Dementsprechend stellt der Gesetzgeber das Instrumentarium der Bauleitplanung, insbesondere den Bebauungsplan als verbindlichen Bauleitplan, dann zur Verfügung, wenn das ein Instrument ist zur Verfolgung städtebaulicher Vorstellungen der Gemeinde. Und dementsprechend sagt § 1 Absatz 3 BauGB, wir wollen es wörtlich vorlesen, meine Damen und Herren, § 1 Absatz 3 BauGB sagt, die Gemeinden haben die Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Das ist die Erforderlichkeit. Das heißt, ein Bebauungsplan muss, ein Bauleitplan muss, aber darf auch nur dann aufgestellt werden, wenn es städtebaulich erforderlich ist. Und wann ist etwas städtebaulich erforderlich? Dazu brauchen wir erstmal eine städtebauliche Begründung. Die städtebauliche Begründung braucht man nicht nur für den Bebauungsplan, für den Bauleitplan allgemein, sondern braucht man für jede einzelne Festsetzung. Das ergibt sich aus § 9 BauGB, wo drin steht, aus städtebaulichen Gründen sind im Bebauungsplan folgende Festsetzungen möglich. Und da haben wir also auch wieder die städtebauliche Begründungspflicht. Das heißt, Festsetzung und Bauleitplanung ist nur aus städtebaulichen Gründen und nicht aus allgemeinpolitischen Gründen möglich. Das war zum Beispiel ein Riesenproblem im Hinblick auf den Klimaschutz, weil der Klimaschutz kein kommunales Städtebauproblem im Kern ist, sondern ja eine globale Entwicklung. Da hat der Gesetzgeber nachgebessert, um zu begründen, warum auch Klimaschutzargumente Grundlage für bauleitplanerische Festsetzungen sein dürfen. Im Übrigen haben sich so Kategorien rausentwickelt, wo wir jedenfalls sagen, dass genügt der städtebaulichen Erforderlichkeit nicht. Ein Bebauungsplan ist einfach unwirksam deswegen, weil die Erforderlichkeit nach § 1 Absatz 3 BauGB nicht vorliegt. Der erste und wichtigste Fall ist die sogenannte Verhinderungsplanung. Da geht es der Gemeinde gar nicht darum, eine städtebauliche Konzeption zu verfolgen, sondern da geht es der Gemeinde nur darum, etwas, was ansonsten zulässig wäre, zu verhindern, ohne dass dem eine positive Konzeption der Gemeinde zugrunde liegt. Ein sehr komplexes, schwieriges Gebiet. Jedenfalls kommt es im Kern insoweit auf die Vorstellungen der Gemeinde an. Die Gemeinde muss die Festsetzung machen in der Bauleitplanung, gerade um städtebauliche Ziele zu erreichen. Also Verhinderungsplanung, die erste Kategorie. Die zweite Kategorie, reine Gefälligkeitsplanung. Da geht es gar nicht darum, dass städtebauliche Ziele erreicht werden, sondern da geht es nur darum, privaten Interessen einzelner Beteiligter gerecht zu werden und dahinter steckt sonst keine städtebauliche Konzeption. Zweiter Punkt. Dritter Punkt, und das ist wahrscheinlich die häufigste Kategorie, ein Plan ist, dem fehlt die städtebauliche Erforderlichkeit, wenn von vornherein klar ist, dass er nicht umsetzbar ist. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die Gemeinde versucht, eine langfristige Perspektive zugrunde zu legen, wo dann vollkommen klar ist, die nächsten 15 Jahre jedenfalls gibt es das gar nicht. Beispiel Abbau eines AKWs. Und um zu verhindern, dass auf diesem AKW ein, was weiß ich, Zwischenlager entsteht, weiß die Gemeinde schon am Ende der Laufzeit des AKWs aus, das wird ein Wohngebiet. Ist vielleicht ein bisschen irreal, aber nehmen wir das zugrunde. Da für diesen Fall, für einen vergleichbaren Fall, hat das Bundesverwaltungsgericht gesagt, das geht nicht, weil bis das AKW weg ist, das dauert 15, 20 Jahre, bis alles dekontaminiert ist und so lange könnt ihr gar nicht das vorausschauen. Das heißt, ihr könnt jetzt noch gar nicht planen. Dieser Bebauungsplan ist städtebaulich jedenfalls noch nicht erforderlich. Das Gleiche gilt aber, wenn Sie einen Bebauungsplan haben, wo vollkommen klar ist, die Eigentümer wollen das gar nicht und zwar dauerhaft nicht. Es hat keinerlei begründete Aussicht auf städtebauliche Erforderlichkeit. Auch in diesem Fall ist ein Bebauungsplan nicht erforderlich nach § 1 Absatz 3 Satz 1 BauGB. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da.